Hallo YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier. Ja, genau, weiteren Folge, genau. Einer weiteren Folge zur Vorstellung eines neuen Simulator. Und zwar den Tavernmanager Simulator. Der ist zur Verfügung gestellt worden bei Steam als Demo-Version. Den gucken wir uns mal gemeinsam an. Erscheinung dieses Simulators ist zweites Quartal an jedem. Also ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Oder kommt dann demnächst raus. Also zweites Quartal geht ja noch ein Weilchen. Ja, das ist Monat, auf jeden Fall mit dem Discord dabei, der Jay, der Ronny, der Oki und der Piep Piep. Moin. Hi. So, und wir starten einfach mal rein in das Ding. Aber wir können auch ein Profil uns aus. Ne, Profile können wir uns noch keine aussuchen. Okay, also man kann dann auch Profile hier aus, okay. Nix, war nicht doch. Wir haben auch erstmal auf Deutsch. Wir starten einfach mal rein. Gucken wir mal, Leute. Also ich hab da schon, den haben ja schon einige gehypt. Ah, wenigstens ein Simulator, wo man hier aufjagen kriegt und so, dass man was machen kann. Sehr gut. So, öffnen die Türen der Taverne, soll ich machen. Wie gesagt, das haben schon einige, weil das ja auch ein bisschen mit dem Cape-Up-Simulator und so, soll ja alles so ein bisschen verbunden sein und mit, so von der Art her. So, wir machen mal auf hier. Gesperrt, ich muss von der anderen Seite schauen. Okay, also wir müssen von der anderen Seite. Oh, man merkt schon, man ist nicht hier in so einem Schlafsimulator, man kann hier auch rennen. Unglaublich. Ah, muss erst durchs Fenster rinkrabbeln, um die Tür von innen aufzumachen. Ich kann hier rein. Ist ja wie zu Hause. Finden Sie einen Eingang? Ah, das muss man hier wegmachen. Ah, cool. Okay. Also ist das eine alte, verschrottete Taverne. Super, ich bin drin. Jetzt muss ich mich umschauen und herausfinden, wie die Haupttür öffnen kann. Okay. Und man streichelt dann. Taverne. Das ist so eine richtige. Es sieht so aus, als hätte hier jemand eine Küche gegeben, alles kaputt. Hier ist alles kaputt, Leute, krass. Das ist so eine alte Ruine. Und die bauen wir jetzt auf, cool. Oh, hier laufen sie ja schon. Ja, ist eine richtig schicke auf hier. Räumen Sie die Taverne auf. Zu 50% soll ich die aufräumen. Jawohl, Reinigung der Taverne. Halten Sie die Taverne sauber und entfernen Sie Schmutz rechtzeitig. Einige Kunden sind möglicherweise unzufrieden und gehen sogar. Nun ja, hier ist okay. Ich bin am Supermarkt. So, na, kleinere Rückstände können entfernt werden, indem man mit der linken Maustaste draufklickt. Flecken auf dem Boden können mit dem Wischmopp entfernt werden. Öffnen Sie das Menü extra, indem Sie Tab gedrückt haben und dann. Ah, können wir Mopp. Halten Sie Maustaste gedrückt, um den Boden zu reinigen und so. Okay. Das habe ich auf jeden Fall. Was habe ich denn? Ich kann den Schmutz einfach wegfegen. Ach, guck mal hier. Ich habe ja so ein Tablett. Guck mal, ich habe hier so ein. Zum Servieren ein Tablett, cool. Oh, Tablett? Oh, das ist ja geil. So. Das muss weg. Das muss hier weg. Ja, das hat auch was mit dem Hausflipper. Kannst du das ja auch. Das ist ja praktisch. Das ist ja wirklich, dass mehrere Simulatoren, die rausgekommen sind, hier so von der Art her zusammengefügt worden sind. Das ist ja cool, weil bei dem Hausflipper und so musste man ja auch immer alles kaputte wegmachen und so neu machen. Und wenn du denn hier auch noch gleichzeitig hier bedient tust und so. Ach, das können wir dann nachher verwenden. Okay. Okay, was ist das hier? Es fehlen Ressourcen. Ah, okay. So, dann werden wir mal das hier noch wegmachen. Und dann werden wir mal mit Tab unseren Wischmopp rausholen. Und dann machen wir das hier sauber. Das ist ja cool, ja. Und wieso geht das nicht weg? So. Man muss da richtig auf, okay. Hier ist auch noch Dreck. Warum darf ich den jetzt nicht nehmen? Hier müssen wir noch sauber machen. Da. Ja, die Frage ist jetzt, zählt jetzt hinten das auch mit oder nur hier vorne, ne? Das müssen wir das hier mal wegmachen. So. Müssen wir alles dann nachher bestimmt hinstellen und so schön ordentlich. So, dann gucken wir mal. Hier liegt auch noch was rum. So, schauen Sie noch einmal in der Halle um. Ja, wir schauen uns nochmal um. Hier ist ein Punkt irgendwie. Okay, aber diese großen Haufen des Müll kann einfach nicht bewegt werden. Vielleicht hat die Taverne etwas, womit man sie zudecken kann. Okay, jetzt müssen wir also praktisch hier. Ah, da. Tischdecken. Ah, okay, Tischdecken. Okay. Finden Sie etwas, um den
Müll abzudecken. Das habe ich ja gefunden. Jetzt Wassersäckchen. Deck drüber, Müll weg. Okay. So. Ach, das muss ich erstmal alles. Ah, vier Stück. Ich muss vier Tücher einsammeln. Okay. So, und jetzt verstecken Sie Müllhaufen. Okay, jetzt sehen wir praktisch daran. Ah, das ist ja, das wird gemacht, das ist cool gemacht. Ja, das ist ja, weil wir halt wenig Geld hat und so, genau. Und dann müssen wir jetzt bestimmt erstmal dafür sorgen, dass wir das hier erstmal versteckt kriegen, dass der Kunde das nicht sieht, bis wir den Geld haben, um da weiter aufzuräumen. Das ist ja auch natürlich, das ist ja schlau, ne? Einfach den Müll abdecken, dass der Kunde das nicht sieht. So, schauen Sie ins Büro. Du bist zu Hause. Wo ist denn, wieso komme ich denn hier nicht rein? Krieg aber die Tür nicht. Ah, so, okay. So, das ist das Büro. Es sieht so aus, als hätte der Besitzer hier seine Geschäfte gehört. Ich muss etwas Bier bestellen. Kaufen Sie Allee. So, irgendwas kaufen. Allee. Das ist Ihre Tavernenverwaltung. Sie brauchen die. Du brauchst ihn, um die Taverne zu leiten. Führen Sie Ressourcen auf, kaufen Sie Möbel und Dekoration. Bestellen Sie Benötigungen im Bereich Ressourcen. Um Sie Warenkorb hinunterzuklicken, klicken Sie auf die Schallfette unter den Ressourcen. Klicken Sie dann auf. Okay. So, also. Das ist hier der Tag 0. Ebene. Lieferung X. Ressourcen. Hier alle. Einmal. Einmal. So, dann kaufen wir das eh mal. Warten Sie auf den Einkaufswagen. Okay. Das ist ja auch. Jetzt sollen wir draußen praktisch warten. Und dann wird das eh nie geliefert anscheinend. Da, hier ist der Tablet. Wir haben es ja ein Tablet. Okay. Zack. Ein Tablet. So. Aber wo müssen wir warten? Oh, da. Ich hab das Pferd gehört. Ach, hier hinten. Ah, geil. Dann kommt der kommt angeritten und dann müssen wir den selber entladen. Cool. Leg das an die richtige Stelle. Ich habe das Pferd gehört, lass meine Frau. Cool. Da, zack. So, seht ihr? Und dann reitet der wieder, nämlich der Verkäufer reitet wieder los. So, das ist ja cool gemacht. Jetzt sollen wir was reparieren. Das Schild. Ah, und das Tavernenschild sollen wir reparieren. Oh ja, das, oh ja, wenn der. Das ist ja was für das, da freue ich mich drauf. So, reparieren. So. Lampo. Kann man das auch ändern? Ah, da kann man die Figuren ändern. Ey, man kann zu ja das. Ah, man kann den zu ja umbenennen. Cool. Kurz auf Kraft. Jo. Das ist ja cool. So. Suppi. Aufmachen. Wir sollen aufmachen. Jetzt schon? Öffnen Sie, damit Kunden zu Ihnen kommen können. Drehen Sie dazu den Pfosten mit dem Schild. Nähern Sie sich der Säule und drücken Sie an. Sie können die Vorzeichen jederzeit ändern. Sie können ja, wenn auch jederzeit schießen, zum Beispiel in das Geschäft ohne Kunden abzulenken. Okay. Also, jetzt gehen wir praktisch dahin. Und jetzt sollen wir das praktisch. Nee. Nein. Wie kann ich das jetzt. Hier. Ach, hier. Cool. Und jetzt ist das offen. Großartig. Jetzt ist mein Tablet öffnen und die Kunden. Das ist ja geil. Oh ja, das. Also, das Spiel hat ja richtig Potenzial. Ey, nein, ich hoffe. Junge. Gießen Sie einen Krug Bier. Einen Drink zubereiten. Klicken Sie auf. LBM Arbeitsbereich, um eine Erstellung einer Bestellung zu beginnen. Halten Sie den Gemäuse gedrückt, um den Becher zu füllen. Lassen Sie laut los, wenn Sie der Pfeil im gelben oder grünen Bereich finden. Ah, okay, da oben, okay. Wenn Ihr Getränk verschüttet, vergessen Sie nicht aufzuräumen. Holen Sie Bestellung am Stand ab, indem Sie mit der linken Maus auf die Bestellkasten klicken, einen Drink zubereiten. Geben Sie den Kunden eine Bestellung, indem bemühen Sie um die Qualität. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Also nehmen wir jetzt praktisch hier ein. Nee. Ach, jetzt noch so lange. Kapau. So, jetzt haben wir praktisch den hier.
Ah, cool. So, und wem bringe ich das jetzt? Wo ist denn mein erster Kunde? Ja, der wird ja neben dem Büro sitzen, oder was? Hä? Steht er noch an der Bar oder hat er sich irgendwo hingesetzt? Das ist ja keiner da. Vielleicht muss ich warten erstmal, bis der kommt. Aber ich hab's jetzt schon fertig immer. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Tablett wegnehme? Das ist trotzdem noch drauf. Okay, dann können wir hier weiter aufräumen. Da kommt der erste Kunde hinten. Okay, dann müssen wir warten, bis der erste da ist. Dann können wir hier noch ein bisschen aufräumen. Und ein bisschen für Ordnung schaffen. Da ist der erste Kunde, der da ankommt. Mal ein bisschen hier sauber machen. So. Klingelingeling. Einmal ein Bier. So, da legt das Tablett zuerst hin. Und wie? Achso, ich muss erst. Ah, ich muss erst mit ihm reden. Ich bitte dich. Was ist passiert? Ich bitte dich zu gehen. Oh, nichts ist passiert. So. Und jetzt. Wie gebe ich ihm bitte? Ah, man muss auf den Tisch klicken. Cool. Dann kann er trinken. Jo, Prost, mein Freund. Lass es dir schmecken. Oh ja, das sieht wirklich sehr geil aus, das Spiel. So, da kommt der nächste. Das ist halt schwer. Man muss halt wirklich sagen, das ist halt, es fehlen Ressourcen. Wie, es fehlen Ressourcen? Also, und der will auch ein Bier, aber wieso fehlen Ressourcen? Vielleicht, weil du bloß Zeug für bloß EMG gekauft hast. Bin ich wieder. Ich sehe. Oh, der hat das ausgekippt, die doofe Sau. Um Geld zu wählen, muss man Gäste bedienen. Sie können an verschiedenen Arbeiten notwendige Aufträge vorbereiten. Vergessen Sie nicht, den Tisch nach den Kunden abzuräumen. Das ist mir ja klar. So kann. Und wie kriege ich das jetzt hier weg? Eieiei. Das ist ja auch crazy. Da kriege ich ein richtiges Tuch, um das abzuwischen. Cool. Also muss ich praktisch, weil da stand, ich soll eh mal Dings bestellen. Da müssen wir praktisch wirklich Ressourcen. Da müssen wir gleich hier mal 5 bestellen. Ja, da musst du jetzt warten, lieber. Komm, wir quatschen dir ein bisschen zu, bis die Bestellung. Ja, ist gleich da. Nichts. Ja, das dauert jetzt Lieferung unterwegs in 18 Sekunden. Jawohl. Gibt gleich Bier. Immer mit der Ruhe. Ja, Bier bringt gleich Bier. Genau. Dann können wir mal hier hinten sauber. Oh, das, jetzt ist er da. So, dann nehmen das mal. Zack, reinpacken. So, jetzt gibt's Bier. Prost. Das ist echt schwer, das zu befüllen, Alter. Ah, das war zu wenig. Mach den Rest mit Wasser voll, mach die Köln auch so. Alter, das ist echt crazy. Das sieht schon gut aus. Hit. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Und das ist ein Hit. So! Wie viel vernünftige Zapfte hast du jetzt von deinen 5 gekriegt? 1. So, wie kriege ich denn aber das jetzt? Wie kriege ich das Tablett sauber? Wie kann ich denn jetzt? Wie kriegt er mein Tablett sauber? Da ist ein dreckiger Becher drauf. Musst du vielleicht zu dem Abwaschding hinlaufen und den Becher waschen? Unglaublich. Ja, das kann auch sein. Ja, das werden sie mir gleich sagen. Ich soll ja erstmal die hier bedienen. Alter, warum kippen die denn immer den Scheiß hier? Vielleicht weil es nicht schmeckt. Ne, die schmeißen alle das hin. Also war das im Mittelalter halt. So. Zeit. Jetzt muss ich spülen. Jetzt erklären sie uns das wieder mit den Spülen hier. So. Jetzt sollen wir hier hinten hin. Wir müssen nämlich spülen und dann macht das alles sauber. Genau. So. Sie benötigen Wasser, um die Schmutzgeschirr zu spülen. Mal zu so einem Eimer Wasser bekommen, braucht man einen Brunnen. Klicken Sie dann auf den Griff im Brunnen, drehen Sie den Brunnengriff, um den Eimer anzuheben. Nehmen Sie. Okay. So, da. Mann, so viel Bier habe ich nicht, Mann! Was soll denn das?
Ja, weil das jetzt das Tablet voll ist. Jetzt muss ich erstmal zu meinem Brunnen, ich muss das mal abwaschen. So, ah ja, jetzt muss ich auch richtig drehen hier. Oh. So, warte mal. So. Da wird ihn ja richtig schwindelig. So, dann nehmen wir jetzt das Wasser. Holen Sie Wasser aus dem Brunnen, habe ich schon gemacht. So, jetzt müssen wir das Wasser praktisch hier. Das filtern. Okay. Das macht er von alleine und dann können wir jetzt praktisch. Ah, cool. Dreckiges Geschirr, wenn ihr unten ausgehen, können Sie klein eine neue bestellen, mehr erstellen. Überwachen Sie die Menge der sauberen. Okay, da ist jetzt der Restaurant, der Cape Op Simulator mit drin. Ist völlig cool. Da haben die wirklich sich so ein bisschen was rausgeguckt. Und das halt natürlich. Das ist ja cool gemacht. Das muss man ja wirklich mal loben. Da sind wirklich mehrere Simulatoren in eins. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder Bier bestellen. Herr Bier. Na, Herr Bier. So. Herr Müller. Lieferung. Dann können wir gleich mal hier 10 Bier bestellen. Die Frage ist ja, jetzt bei dem Spiel, 10 Uhr Tag 0, das dauert eine Weile, bis die. Bis der Tag, also das ist schon ordentlich. Wir sind weg. Jo! Hallo, junge Dame. Man kann aber mit Ihnen hier reden. So. So, Lieferung ist da, meine Freunde. Das ist wirklich ein cool. Also, oh ja, das werde ich oft spielen. Das macht ja jetzt schon so viel Laune, Alter. Nicht schlecht, Freunde. So, ach ne, hier rein. Jawohl. Das, was richtig schwer ist, ist, dass man das hier. Man das voll kriegt. Ich treffe einfach den grünen Punkt. Ne, Alter. Weil das andere dürft ihr nicht, weil ich guck's jetzt. Oh, jetzt haben wir den getroffen. So. Okay, kann man. So. Eins. Ah, ne, mehr hier nicht auf. Jetzt müssen wir das mal wieder sauber machen. Oh, bitteschön. So. Bitteschön. Neues Level erreicht. Ja, also Leute, wie gesagt, bei Steam könnt ihr da. Zocken als Demo kostenlos. Wie gesagt, sind wir mal gespannt, wann das erscheint. Aber das Spiel hat Potenzial. Also, das sieht wirklich sehr interessant aus. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung da, wo die hingeht. Schmutziert die Schuhe spielen, halt doch schon jemand. Das zweite Quartal ist ja im Juni zu Ende, ne? Das ist richtig. Das ist ja auch cool gemacht, aber schmutziert ihr Schuhe spielen? Ich hab doch jetzt, wie oft soll ich denn noch schmutziert ihr Schuhe spielen? Meins sind meine Aufgaben. So, wir müssen erstmal Bier machen. Das ist der Hit. Und das ist dann schon wieder alle, oder was? Quatsch. So, wir sollen Schuhe spielen. So, dann los, dann spielen wir mal. Muss ich dafür den Schwamm nehmen oder wie das? Ah! Jetzt werde ich ja verrückt. Aus. Also jetzt wird es ja verrückt. Ich muss den Becher hier nehmen, um hier drin machen und die kann ich ja sauber machen. So spüren, ne? Hin und her schwenken. Vorsagen. F1 ist Vorsagen. Wenn ihr unterstellen, können sie alle keine Neubestellung. Überwachen sie. Genau. Halten Sie den Kümmer auf der Schüssel, um sie Wasser zu stellen. Bewegen Sie die Maus, um den Schmutz des Wassers abzuwaschen. Okay. Also einfach mal hin und her schwenken. Wo geht der Dreck hier? Ah, doch jetzt. Alter, das dauert ja. Weil deswegen haben wir auch, können wir nicht mehr bedienen, weil das Wasser erst. Das muss. Hä? Geil. Basti 39 spielt zum ersten Mal. Da brauchen wir jemanden, der das hier macht. Ronny. Die hat aktuell leider nur einen Singleplayer. So. Ronny wie Spielboy. Okay, so, weitermachen. Jetzt müssen wir erstmal die Leute wieder bedienen. Wir müssen auch das Geld wegnehmen, nicht dass sie uns das Geld hier klauen. Ja, da bin ich aber gespannt, was alles noch so kommt. Und das kommt auch nur der richtige schöne Schaum, wenn man wirklich immer da. Man muss das treffen. Ne?
Also das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, meine Freunde. So, ich würde sagen, aber für die erste Runde, wie gesagt, da werde ich euch noch, da werden wir noch eins hochladen. Also hier bleiben wir am Ball. Was das betrifft, das sieht wirklich voll cool aus, das Spiel. Wie gesagt, lasst ja ein Like da, wenn es euch auch gefallen hat. Wie gesagt, lasst ein kostenloses Abo für die Neuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss und tschüss. Tschüss.